Hallo und herzlich willkommen zurück zu Killer Frequency. Der nächste Anruf ist in der Leitung. Wir müssen rangehen. This is Forrest Nash, and you're listening. Please help me. My name is Casey Moore. I'm at 25 Nancy Drive. My best friend's been stabbed. He's bleeding everywhere. I don't know what to do. Please help me. Somebody's been stabbed? Can you tell me what happened? We've been out at the reservoir. We were heading back to his place when we heard this whistling all of a sudden. He just started freaking out. He screamed at me, told me to hide. I'd never seen him like that, and I just panicked and ran and hid in a bush. Oh no, Forrest. Then what happened? He went up the road and talked to someone. I couldn't really hear or see anything. It sounded like he might have known the person. And they just stabbed him. Ja gut, den Pfeiffer, denke ich mir mal, hätte sie schon mitbekommen, wenn der das wäre, ne? Wenn der gepfiffen hätte. Casey, was he talking to a woman? I don't know. They had a mask and wore all black. That's all Okay. I know. Please, we need help here. I'll get you help, but I need to know. Where did the masked person go? Wait, why didn't she make sure he was dead? I don't know. I think I heard them say something like, "It's not so funny now, is it?" Before they left, but please, he needs to get to the hospital. I can't drive, so we need an ambulance. Forrest, the ambulance was destroyed in the explosion at the gas station. You should get all the info you can. Ach, der Krankenwagen wurde zerstört, nicht das Krankenhaus. Habe ich mich da verhört bei einer der letzten Folgen? Wo ist er verletzt? Can you tell us where your friend was stabbed? They stabbed him in the stomach and then stabbed him again in his leg when he was on the ground and it's. Oh, the knife is still there in his leg! Das ist What's your gut. friend's name, Casey? It's Jason. Jason Parker. We'll be right back. Peggy, patch us through to the hospital. On it. Phoning St. Gabriel's now. Switch to line two. Okay. Hello, St. Gabriel's Hospital. How can I help you? Hi, this is Forrest Nash from 189.16. We have a stab victim at 25 Nancy Drive named Jason Parker. He's been stabbed in the stomach and the leg. He's bleeding heavily. Oh God, I'm sorry. With the ambulances, well, you know. I know, but please, we need something or he's going to die. Forrest, I. Listen, you're going to have to get him here. We need to see him, and we can't get there ourselves right now. We don't have any way to drive him right now. And even if we did, he's bleeding out fast. All right, listen. We need to buy him time to get here. That means stopping the blood first, and then finding someone to stabilize him. To stabilize him, you really need someone with first aid training. Do either of you have any? No. Me neither. Damn it. I'm really sorry about this. But I have other patients who can't wait. All I can do is talk you through the procedure as quick as I can and then leave the rest to you. You think you can handle that? Ja. Hit me. I'm sure we can handle it. Okay, from the top. If he's bleeding out, then you need to get him comfortable and try to stem the bleeding. Lay him down. Apply continuous pressure directly to the affected areas. When the bleeding slows, get a clean cloth of some kind and hold it over the wounds. Get them comfortable. Apply pressure. Clean cloths when slowed. Got it, I think. You said he was stabbed, right? If the object he was stabbed with is still in him, don't take it out. It's stopping the worst of the bleeding right now. If anything, you should secure it so it stays where it is. I wouldn't have thought of that. It makes sense, though. Ich schon. God, that was a lot of info. But I think we can handle this. Glad you got it so far, because there's more to go. Eigentlich ist es das Erste, was man so lernt, weil, ja, wenn man das Messer rauszieht, ist natürlich der Weg frei für das Blut, dass es komplett aus dem Körper rausfließt. Und wenn das Messer noch drin ist, ist nicht so viel Platz, wenn der Mann oder die Frau sich da nicht bewegen, natürlich nur. Oder das Tier oder was weiß ich, wer da erstochen worden ist.
Dann ist nicht so viel Platz, dann kann auch nicht so viel Blut rauskommen und damit kann man dann auch nicht so schnell verbluten. Kannst du wirklich nicht, ich pack das nicht, mach weiter. I'm still with you, Doc. What else do we need to know? If he's lost a lot of blood, he may enter shock. If he does, act fast. If you apply a cloth and it's bleeding through, don't remove it. Just apply another on top of it. If it's safe, elevate his legs to get blood circulating to his vital organs. Try to keep him warm. Get him to rest and reassure him. We need the patient to stay calm. All right. Don't replace bandages. Elevate his legs. Keep him warm and calm. This is a lot. I'm really sorry. That's as much as I can give you right now. Try to stop the bleeding. Find someone to get him stabilized and get him here as quick as you can. Good luck. All right, Forrest. Casey's still on line one. Ach so, ja, fast vergessen. Hello? Okay, wie geht es Jason? I'm here. How is Jason doing? Badly. He's still bleeding. I need help. I've been putting pressure on his stomach wound since you left. But he's still bleeding. I don't know what to do. That's good, Casey. The nurse said to do that. What about the knife in his leg? It's gotta be hell. Should I pull it out? Oh, sowas weiß man doch. Fass das Messer nicht an, genau. No, don't touch the knife. The bleeding will get worse if you pull it out. Are you sure? I'm sorry. I'm gonna stop making suggestions. No, don't worry, Casey. We're a team here. We're all going to get Jason through this. Casey, is his leg wound bleeding right now? I hate looking at that knife. Yeah. It's bleeding. His stomach is worse, though. Fass das Messer nicht an. Ja, wir müssen das Messer sichern, hat sie ja gesagt. Das war mir allerdings neu. I think we need to secure the knife so it doesn't move around. Do you have anything you can tie around it? Yeah. There's some laundry piled up on top of the dryer, some cloths on the hood of the car, and what else? I guess I've got my jacket. Also die Jacke definitiv nicht. Kommt jetzt natürlich drauf an, ist die Wäsche schon gewaschen? Ist die noch nass? Ist die trocken? Sind die Putzlappen gebraucht? Ne? Von der Logik her würde ich jetzt eigentlich sagen, es könnte sein, weil sie das ja so erwähnt hat, die vom Krankenhaus, es könnte sein, dass dann später nochmal was auftritt, dass er halt stabilisiert werden muss oder was das war, dann würde ich sagen, erst die Putzlappen und dann wahrscheinlich die Wäsche da drauf. Ich hoffe. Take the cleaning rags and hold them over the wound. I really hope these are clean. Ich auch. Here we go. I'm sorry, Jason. It's secure. I'm putting pressure on his stomach again. Oh, I'm starting to think we might make it. Forrest, can I have a word? Jetzt? Now isn't the best time, Peggy. Can it wait? Forrest, it's kind of important. All right. Give me a second. Casey, I'm gonna have a quick word with Peggy. Keep putting that pressure on and let us know when the bleeding is under control. You're doing great. But what if something happens? We'll still be here. Just shout if you need anything and we'll be there. I promise. Okay. I'll wait. Jason? Please be okay. What's up, Peggy? We can't stay on the line with her all night. Dawn is still out there. What if other people need us? You're right. She's probably on her way to her next target right now. Exactly. And you heard the nurse. We need someone there with training who can stabilize him. He's got to get to the hospital somehow. Könnte jemand in der Nähe helfen? Irgendein Vorschlag? Sie muss ihn fahren, ist Blödsinn, weil sie kann ja nicht fahren. Hat Peggy denn irgendeinen Vorschlag? Any suggestions, Peggy? I might. A little before you started working here, KFAM did a mandatory first aid training course. Me and Karen missed it because we were away on a producer getaway. You skipped it, didn't you? Never mind. So, how does KFAM's first aid course help us? Casey said they're at 25 Nancy Drive, right? Yeah? Why?
They put up a bunch of cheap houses around there about 10 years ago. So a bunch of people here at the station live around there. Do you think any of them could help Casey and Jason? Probably, but I don't know who lives there. And since I missed the training day, I don't know who knows first aid. Could you call them and ask? I don't know everybody's numbers. I've only ever called Karen. Everybody's personnel info is probably in Reggie's office. Got it. I'll look through their files in Reggie's office. It's a life or death situation. I'm sure they won't mind. Right. But there are a couple of problems with that. Uh-huh. Go on. It's sensitive information, so Reggie probably locked it in his safe. Oh, shit. Great. Great. Do you have any idea what the combo for the safe could be? Not a clue. Reggie's a serial note-taker, though. Maybe something in his office will give it away. Right. There is something else. I'm not gonna like this, am I? Have you ever heard, the future is floppy? Peggy, what the hell are you talking about? I'm talking about floppy disks. Floppy disks are like these futuristic things that have information on them. You put them in a computer and they do something. Peggy, I know what a floppy disk is. Anyway, Reggie decided that the future is floppy and started phasing out our physical records and replacing them with these floppy disks. I imagine it's the same for our personnel files. That's good to know. Since we haven't heard anything from Casey, I'm guessing Jason's okay for now. I'll check out Reggie's office and see what I can find. You'll need a key for that. I'll just slide it under my door now. Thanks, Peggy. I just have to look around. Okay. Oh, Alter. I'll patch my mic down to the office so you'll hear me over the intercom. Sie wird ihr Mikrofon... Hä? Schließe alle Türen im Sender auf. Ich habe doch gar nicht aufgeschlossen. Ist das die Tür hier? Ach so, nee, das ist ja Peggy. Ah, Gott. Ich komme hier immer total durcheinander. That's not opening. Okay. Aber hier oben war doch sonst nichts mehr abgeschlossen, oder? Hier war ja keine Tür mehr. Reggies Büro. Finde die Kombination des Safes heraus. Ja, das Problem ist nur, wo ist jetzt Reggies Büro? Ich dachte eigentlich, dass die jetzt hier irgendwie was meinten. Ich sehe hier gerade erst, dass das eine goldene Banane ist. Ist das irgendein Hinweis hier? Champion... Okay, nee, stell mal wieder hin. Ich dachte, vielleicht kommt jetzt noch eine Errungenschaft oder sowas. Aber na gut, dann halt nicht. Ja, dann können wir ja eigentlich nur noch... Weil da oben ist doch die Tür zum Rausgehen, oder? Da können wir noch nicht hin. Oder ist das... Nee, unten, das war die Lagertür... Der Putzraum. Das war auf jeden Fall die Küche. Habe ich hier irgendwas im Putzraum gefunden? Ich bin mir nicht sicher. Private? Oder war das abgeschlossen? Ach, das war, glaube ich, abgeschlossen, oder? Looks like I need a four-digit code. Sehr wichtiges Datum. Okay. Ist ja meistens so, ne? Jetzt habe ich es da draufgelegt, oder was? Das wollte ich nicht. Was? Ex Forever. Pitch-Dokument schreiben, guter Titel. Aha. Das ist ja toll. Wichtiges Datum. Vertical, Dead Alone. Kann man aber kein Datum lesen, ne? Das ist wahrscheinlich extra so gemacht. UFO. Please insert floppy disk. Floppy. Tja, was könnte es denn sein?
Oh, jetzt legt das wieder dahin. Komm. Ich kann doch hier nicht alles in der Hand behalten. I want to believe. Aha. Okay. Ich denke mal nicht, dass man... Ah, Moment, hier ist noch was. Erste Hilfe bei Verletzten. Okay, also. Na gut, ist das für ihn ein wichtiges Datum? Ich weiß nicht. Eher nicht, oder? Hm. Was haben wir denn hier? Nicht vergessen, was? Hat am 10.9. und nicht am 9.10. Geburtstag. Letztes Jahr lief katastrophal. Okay. Hat am 10.9., also 10.09 vielleicht? Ich weiß nicht, wer das ist, deswegen. Was ist mit 0910? Das ist ja vielleicht amerikanische Schreibweise auch nicht. Muss man da irgendwas zusammenrechnen oder so? Dann hätten wir 1919, ja. Kann es auch nicht sein, oder? Nee. Ich denke mal, das ist tatsächlich eine Finte. Aber... Ich hätte jetzt eher so an ein Hochzeitsdatum oder sowas gedacht. Oh, Moment, hier ist auch noch was. Clive. Wenn du das liest, hör auf, meine Postzettel zu stehlen. Okay. 18.10.85. Ich denke mal nicht, dass das das ist, aber... Alien Nummer 75. Do not tape over. Hm. Bitte Diskette einlegen. Mehr kann ich hier auch nicht machen. Ach so, hier ist noch... Och, das habe ich gar nicht gesehen. Moment. Genie fragen, wo die Bänder sind. Inzwischen sind Wochen vergangen. Okay. Moment. Ah, da ist doch eine Floppy Disk. Could this be it? Was denn? Was? Ponty's Pizza? Eine von 10 Bestellungen? Moment, findet am 7.11. statt. Wichtiges Datum für die Stadt. Oh, 7.11. Probieren wir das doch mal. Wie komme ich jetzt so? 7.11. 7.11. Oder halt wieder amerikanische Zeit. 11.07. Nice. Oh, endlich. Oh. Okay, das ist John, Nash Forrest, Peggy, Lawson, Barbara, Carter. In wessen Büro war ich jetzt nochmal? Reggie. Aber was soll ich jetzt genau für Hedges John... Ja, seine sehe ich aber nicht hier drin. Ach so, steht sogar da drauf, sehe ich gerade. Ja, keine Ahnung. Ich probiere jetzt einfach mal die ganzen Disketten hier aus. Oder auch nicht? Ach so, doch, okay. Was war das? Hallo?
John hat sich geweigert, während des Kurses mit dem Erste-Hilfe-Trainer zu arbeiten. Ich weiß, dass er im Krieg als... Offenbar hat John einen Haufen medizinischer Ausrüstung bei sich zu Hause, die er nach seiner Dienstzeit vom Militär übernommen hat. Ist das legal? Oh, war das jetzt echt... Das war jetzt ein Glückstreffer. John Hedges. John Hedges. Alter, aber was war das gerade? John Hedges. John Hedges. John Hedges. Ich vergesse es sonst wieder. Also diese Soundeffekte, ne, die machen mich ja total kürre, ganz ehrlich. Das Spiel an sich ist so mega geil, aber diese Soundeffekte, die bringen einen um. Finde die Kombination des Safes heraus. Ihr wisst schon, dass ich das schon gemacht habe. Hallo, Peggy? Ich dachte, die ruft den jetzt an. Hä? Was ist mit ihr? Hallöchen? Hm. Ehrlich gesagt, habe ich jetzt gerade ein bisschen Schiss, wieder da runter zu gehen. Aber es hat doch so geklonkt, als ob das jetzt richtig war. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Vor allen Dingen, er hat doch noch diese ganze Ausrüstung zu Hause. Oder muss ich die jetzt alle durchgehen, oder was? Ne, das war hier vorne. Stehe ich jetzt nicht. Ich weiß, dass er... Aber er war Sendervorschrift, alle dorthin zu schicken. Offenbar hat John einen Haufen medizinische Ausrüstung zu Hause. Ist das legal? Muss ich ihn melden? Über die Gratisproben gesprochen, die Brad für seine Rezession geschickt bekommt. Er sagt, er würde aufhören... Was? Okay. Ja, den behalte ich jetzt aber mal. Muss ich die jetzt alle durchgehen oder was? Ich verstehe es nicht so richtig. Deutlich ausgeweitet, seit West gegangen ist, hat sie die Sendung zusammen. Ich denke, das wird Peggy helfen. Mir drängt sich der Verdacht auf, dass die Trainingsausflüge. Okay, ja, das ist Blödsinn. Das können wir wegtun. Also ich bin mir sicher, dass ich den richtigen gefunden habe. Aber es kann natürlich wirklich sein, dass wir die alle durchgucken müssen. Komm mit dem gesamten Personal bestens zurecht. Bei unserer letzten Besprechung hat eine neue Katze. Katzenfotos. Über da steht gar nichts davon drin, dass die irgendetwas kann. Wie gesagt, also ich würde ihn nehmen. Aber warum kann ich Peggy da nicht Bescheid geben? Das verstehe ich nicht. Get a load of this, Peggy. Apparently, I'm a lone wolf type. Forrest, what are you doing? We don't have time for this. We have a man literally dying on the line, and we're more interested in you. You're right, I'm sorry. I need to focus on possible candidates. I can read the rest of this later. Stimmt, das bin ich ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe jetzt nicht auf den Namen geachtet. Oh, leg's doch einfach dahin, komm. Okay, das ist Peggy. Dann nehmen wir erstmal Carter. So, drei Imbissbuden, stehen eine Menge Zeit.
haben den größten Teil unseres Erste-Hilfe-Kurses verpasst. Brad hat einen Witz über Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht. Der Scherz war gar nicht übel. Also er war auf jeden Fall dabei, aber die haben halt... Ja gut, das ist jetzt Peggy. Ich weiß nicht, was ich jetzt soll. Also was ich jetzt machen soll. Ich habe doch eigentlich die Lösung, oder nicht? Hey Peggy, I think Reggie's on to you and Karen. Maybe don't bring those little drink umbrellas into work for a while. What? Why are you reading my file? You need to find someone who can help Casey. We already know I can't. Don't waste time. You're right. I'm sorry. I need to focus on possible candidates. I really shouldn't have read both. We're in a hurry. Also, was ist das? Bradley Carter. Finde die Kombination des Safes raus. Was soll der Quatsch? Die Kombination haben wir doch rausgefunden. Oder muss ich... wo habe ich denn überhaupt die Kombination? Ach so, das war mit dieser Diskette, genau. Muss ich die vielleicht nochmal da reinmachen oder so? Could this be it? Der Film statt vielleicht eine Kooperation. Findet am 7.11. statt. So, jetzt habe ich mal reingezoomt. Steht immer noch das Gleiche drin. Ich verstehe es nicht. Verstehe es wirklich nicht. Ich meine, der Safe ist offen und alles. Wieso kann ich hier nicht weitermachen? Also, Bradley Carter hat das meiste verpasst. Jetzt machen wir das nochmal. Aber er sagt nichts. Kann man hier unten eigentlich drauf drücken? Warte mal. Was ist denn das hier? Kann man nicht drauf drücken. Ja, ich würde Hedges John nehmen, aber wieso geht das hier nicht weiter? Das verstehe ich nicht. Moment, nein. Hey Peggy, you there? Yeah, I'm here. Did you find what we need? Das ist nicht euer Ernst jetzt. Ich glaube, ich weiß, wen wir anrufen können. I think I know who our best bet is to help Casey and Jason. All right, good work. Who should I... Hello? Is anybody there? Please pick up. Casey, I'm here. What's wrong? Jason started going pale. I tried to get him to rest, but he just threw up everywhere. What's happening? What do I do? Hat er vorhin Alkohol getrunken? Er fällt in einen Schockzustand. Ja, das hat sie gesagt. God, it sounds like he's going into shock. Casey, just stay calm. It's going to be okay. But the bleeding seems to slow down. Did I mess up? Jason, I'm sorry. Casey, calm down. You've done everything right. I need you to listen to me, okay? For Jason. What did the nurse say to do about shock? Ja, das... Achso, habe ich nicht gesagt, ja. Wunden müssen höher gelagert werden... Das ist natürlich Quatsch. Sondern die Beine hochlegen. Casey, I need you to elevate Jason's legs. We need to get the blood flowing to his vital organs. Got it. Jason, stay with me. I'm just gonna move you. This might hurt. Okay. I propped his legs up on some boxes. I'm looking at my notes. We need to get Jason as warm and comfortable as possible. Do you have anything you could use nearby, Casey? Yeah. I still have some laundry next to me. I'll wrap him in some blankets. Just give me a second. Sorry. Sorry. Jason's bleeding through his bandages. Should I get him new ones? Or... Oh, nein, 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 nein. Lege einen zusätzlichen Verband an. Ja, drauf, hat man gesagt. Don't remove the bandage. Apply another one on top of it. Do you still have something you can use? I've used the rest of the laundry to keep him warm, so... I'll use my jacket. I can always get a new one.
Er wird das schaffen. Ja, ja, er wird das auf jeden Fall schaffen. Hoffe ich zumindest. Jason is going to be fine. Just make sure he knows he's going to be okay, okay? Okay. But please, I can't give him what he needs. Please send help. I can't lose him. All right, Forrest, we need to hurry. Jason doesn't sound like he's doing too well. You said you knew who to call earlier? Who was it? Ja, John Hedges, genau. We need to call John Hedges. He lives on Nancy Drive. He didn't really participate in the first aid training, but he's a former war medic. He's probably the most trained person we have. Really? I never really spoke to him before. A war medic, huh? Yeah, and according to Reggie's notes, John keeps all of his old equipment at his house. He's something of a hoarder. All right. What's his number? 542-0735. Calling now. Let's hope he picks... Who the hell is this calling me? What time is it? John, it's Forrest Nash here at KFAM. We have an emergency and we need your help. Forrest? If this is a work emergency, then it can wait until the goddamn morning. Just leave me a note like everybody else. Jemand wurde mit einem Messer gestochen. Der Pfeifer ist zurück. Ja, das hält er wahrscheinlich für einen Scherz, aber... Das, ja, es ist ein medizinischer Notfall. Es geht ja nicht nur darum, dass er mit einem Messer gestochen worden ist, sondern eben darum, dass der auch einen Schockzustand und so bekommt. Also drin ist. John, no, this is a medical emergency. A man has been stabbed by the whistling man, or... Never mind. He's badly hurt and he's going to die unless we get someone to him now. The whistling man? What kind of joke is this? John, we're not kidding. A man is gonna die if we don't help him right now. Seriously, I haven't been called on for over 10 years. Where's the patient? What's his condition? He's at 25 Nancy Drive. I think we got his friend to stem the bleeding, but he's gone into shock. He's passed out right now. You say he was stabbed? Do you know the extent of his injuries? From what we were told, he has two major stab wounds. One to the stomach and one to the leg. The knife is still in his leg, and the stomach wound is open. Understood. Let me grab a few supplies and I'll head right over. Damned if he dies on my watch. Thank you, John. We'll let him know you're on your way. Good luck. Hello, Casey. Are you there? How are we doing? Was? Wie geht es mir? Mich würde jetzt beides interessieren. Obwohl sie ja, glaube ich, nicht verletzt ist, ne? So wie ich das verstanden habe, weil sie war ja gar nicht in der Nähe. What about now? Is he still thrashing? He's passed out. Please tell me you found someone to help. Casey, help is on the way. My colleague will be there soon. Was? I'm guessing that's Jason there. Casey, I'm gonna need your help. Forrest, Peggy, don't you two worry. We've got this from here. Okay. Forrest, we'll call you back later. I have to go now. Good luck, everyone. Wie schnell war der jetzt bitte da? I hope he's gonna be all right. And with that, the show moves on. We're sending our best wishes to Jason. Okay. Well, after all that excitement, I think we could use some music. Come back upstairs when you're ready. Ja, ich bin fertig. Ah. Okay. Gut. Ich kann nur hoffen, dass der jetzt auch durchhält. Auf jeden Fall haben wir schon mal einen richtigen geholt, nehme ich mal an. So, etwas Musik hatte ich, glaube ich, schon ausgewählt. Oder ist das noch die alte Platte? Ich bin mir nicht sicher. Nein, wollen wir nicht. It's getting pretty late. This might be your last break for the night, so try to enjoy it.
Give me a buzz when you want to go back on air. Den Buzzer? Ach so, den Buzzer von ihr. Okay, ja, ich würde sagen, bei der ganzen Katastrophe, die ich eben hatte und dass wir hoffentlich durchatmen können jetzt, würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir, wer ja, das nächste Opfer wird. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.